Hi und willkommen zurück bei den Temperaturprofis. Mein Name ist Oliver und in diesem Video schauen wir uns gemeinsam den Aufbau und die Funktion von Flüssigkeitsthermometern an. Solche Thermometer gibt es seit über 300 Jahren und zu verdanken haben wir sie dem guten Herrn Daniel Gabriel Fahrenheit. Und falls es bei Fahrenheit bei dir klingelt, richtig, das ist auch der Erfinder der Fahrenheit-Temperaturskala, die bis heute in den USA Standard ist. Jedenfalls hat dieser gute Herr Fahrenheit irgendwann zwischen 1715 und 1720 die ersten reproduzierbaren Flüssigkeitsthermometer gebaut. Und gelungen ist ihm das mit einer Quecksilberfüllung, weswegen sich auch bis heute hartnäckig der Begriff Quecksilberthermometer gehalten hat. Grundsätzlich bestehen Flüssigkeitsthermometer aus einem Vorratsgefäß und einem Steigrohr. Das Steigrohr nennen wir oft auch Kapillare. Diese ganze Apparatur ist dann gefüllt mit einer thermometrischen Flüssigkeit. Das ist also eine Flüssigkeit, die sich mit zunehmender Temperatur ausdehnt. Das heißt, je wärmer diese Flüssigkeit wird, umso weiter steigt sie in der Kapillare nach oben. Und mithilfe der Skala kann man jetzt die Temperatur ablesen. Weil im Labor und in der Industrie hauptsächlich Flüssigkeitsthermometer aus Glas zum Einsatz kommen, hat sich auch der Begriff Glasthermometer eingebürgert. So ein Glasthermometer, das kann unter Umständen schon auch mal zu Bruch gehen. Das bedeutet dann, dass die Messflüssigkeit ausläuft und gerade im Fall von Quecksilber ist das eine ziemlich giftige Angelegenheit. Deswegen kam die Menschheit in den 70er Jahren auf die Idee, dass man künftig vielleicht Thermometer nicht mehr so viel mit Quecksilber füllen sollte. Und tatsächlich ist auch seit 2009 in der EU der Verkauf von Quecksilberthermometern weitestgehend verboten. Heute werden deshalb je nach Temperaturbereich unterschiedliche Messflüssigkeiten eingesetzt und weil viele davon transparent sind, werden sie in Rot, Grün oder Blau eingefärbt, sodass man das Thermometer weiter gut ablesen kann. Metallische Messflüssigkeiten, wie eben das berühmte Quecksilber oder auch Galinstan, erkennst du an ihrem silbrigen Glanz in der Kapillare. Bei der Herstellung werden Flüssigkeitsthermometer justiert, und zwar entweder ganz eintauchend oder teilweise eintauchend. Ein ganz eintauchend justiertes Thermometer zeigt die Temperatur nur dann korrekt an, wenn du den Messfaden wirklich komplett im zu messenden Medium versenkst. Wenn du es nur teilweise hineinhältst, zum Beispiel in ein Glas heißes Wasser, dann erwärmt sich auch nur der hineingehaltene Teil der Messflüssigkeit, der Rest bleibt kalt. Das heißt, die Messflüssigkeit dehnt sich letzten Endes zu wenig aus und das Thermometer zeigt eine zu geringe Temperatur an. Beim teilweise eintauchenden Thermometer ist es genau umgekehrt. Das zeigt nur dann die korrekte Temperatur an, wenn du es genau bis zur Markierung in dein heißes Wasser hältst. Wenn du es komplett versenkst, dann zeigt es dir eine zu hohe Temperatur an. So viel zu den Basics. Und jetzt kommst du. Was schätzt du, wie oft ich in diesem Video Thermometer gesagt habe? Schreib's mir in die Kommentare. Und wenn du die Temperaturprofis supporten möchtest, dann gib diesem Video einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. In der Endcard verlinke ich dir noch ein paar weitere coole Videos. Bleib also dran, es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.